Kirche zu Hause und unterwegs mit der katholischen Pfarrei St. Antonius in Herten. Es spricht Diakon Volker Mengeringhausen. Königlich. So kann das Bild beschrieben werden, das heute im Evangelium zu finden ist. Jesus, der wie ein König in Jerusalem einzieht, von den Menschen gefeiert wird. Muss damals ein echt tolles Bild gewesen sein. Wäre ich gerne bei gewesen, wie ihm alle zujubeln, mit Palmen wedeln. Aber irgendetwas ist doch anders an dem Bild. Wenn ich nach England schaue, die Queen wird auch bejubelt. Oder wenn ihre Kinder heiraten, ein Riesenaufmarsch mit Kutsche, Fanfaren und allem, was die königliche Ordnung so hergibt. Bei Jesus ist es anders. Er reitet nicht auf einem hochgewachsenen Pferd mit adeliger Abstammung in Jerusalem ein, sondern auf einem einfachen Esel. Für mich zeigt dies, Jesus bleibt auf Augenhöhe, verhält sich nicht wie jemand, der besser ist. Und dieses Verhalten zeigt auch das, was mein Gott ist. Jemand, der mir auf Augenhöhe begegnet. Kein Gott, der von oben auf mich herabschaut, sondern mit mir auf gleicher Höhe durchs Leben geht. Für mich sehr tröstend, dass ich sagen darf, mein Gott schaut nicht von oben auf mich herab, sondern begegnet mir auf Augenhöhe. Kirche zu Hause und unterwegs mit der katholischen Pfarrei St. Antonius in Herten. KW-Kirche Ostern. Der Radiogottesdienst für den Kreis Recklinghausen mit Oliver Kelch. Ostermontag, 20 Uhr, Radio Fest.